Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch wieder. Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Wir sind in Flutwend und wir müssen uns als nächstes in Norths Tor melden. Norths Tor ist ein kleiner Außenposten nördlich von Flutwend, ist genau wie Trickburg eigentlich nur ein kleiner Wachturm, aber von dort aus werden wir die nächsten Aufgaben erhalten. Ich nehme dafür jetzt einfach mal das nordöstliche Tor und von dort aus reite ich dann weiter gen Norden. Ich habe gerade eben nochmal meinen ganzen Plunder und Schabernack verkauft, den ich hier so die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt habe. War nicht gerade wenig. Und ich bin der Meinung, es wird gleich sogar noch mehr dazukommen. Wir nähern uns auch jetzt schon wieder mit großen Schritten dem Ende. Wenn alles gut geht, werden wir in der heutigen Aufnahme auch Flutwend beenden können. Und dann sind wir in der Steppe erstmal soweit durch. Dann geht es entweder zum Ostwall oder weiter gen Süden. Deswegen mag ich das Schlachtross nicht so wirklich. Richtig, geht es entweder nach zum Ostwall weiter oder zur nächsten Rohirrimstadt. Ich werde wahrscheinlich den Ostwall zu Ende bringen. Viele Aufgaben haben wir hier nicht mehr. Aber jetzt melden wir uns erstmal bei Feldwebel. Was habt ihr mit den Rohirrim? Beziehungsweise beim Feldwebel. Und wir werden die nächsten Aufgaben hier annehmen. Die Rohirrim werden eure Hilfe benötigen. Findet die Quelle des Gerüchts über die Ostling-Belagerungswaffen. Eine Aufgabe. Wir müssen jetzt weiter gen Norden. Und dort finden wir eigentlich ein relativ großes Ostling-Lager, will ich jetzt mal meinen. Dort werden wir dann wieder einige weitere Aufgaben haben. Wie ihr sehen könnt, hier ist schon relativ groß aufgebaut. Wir werden uns aber als allererstes um die Belagerungswaffen kümmern müssen, bevor wir hier in das Hauptlager eindringen. Es gibt hier noch einige andere Aufgaben. Kampfgruppe Ugrosch, das war ein berittener Kämpfer, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt ist die Frage, ich fange als erstes den Kämpfer ab. Wofür hat man seinen Kriegsmount? Ich bin total scharf auf diese Kisten. Das dürftet ihr inzwischen schon gemerkt haben. Jeden Tag eine gute Tat. Na gut, jetzt sind jetzt 300 Meter, das ist jetzt schon eine kleine Strecke. Er reitet ja auch weg. Da ist er, Kampfgruppe, Solo und drauf. Aua, mein Mount kriegt hier gerade richtig Schaden. Und konnte ich meinen Mount auch heilen? Grrr. Ja, bleibt zusammen und Blitzsturm! Ihr müsst bei den Kampfgruppen ein bisschen aufpassen, habe ich festgestellt. Wenn ihr vom Kriegsmount abgemountet worden seid, kriegt ihr nämlich komischerweise gegen die Jungs relativ viel Schaden. Das ist beispielsweise, versuche ich mich mit meinem Waffenmeister die ganze Zeit mit dem Troll zu prügeln und der schafft es immer wieder, mich vom Pferd zu hauen und mich dann mehr oder weniger fast instant umzuprügeln. Kümmern wir uns jetzt aber als allererstes, nachdem wir uns auch diese Herausforderung gestellt haben, um die Belagerungswaffen. Hier unten haben wir wieder Arbeiter, Belagerungswaffen und natürlich die Herren der Belagerung. Besiegt die Ostdinge Hochfürsten. Es müssten zwei Stück sein, das sollten wir hinkriegen. Die patrouillieren hier übrigens in der Gegend rum. Das ist also relativ witzlos. Einer steht in der Hütte, der andere läuft hier irgendwo auf dem Gelände rum. Und dann haben wir hier noch die Maschinenbauer. Besiegt Ostling-Arbeiter im Holzlager. Hier hätten wir als allererstes die erste Belagerungsmaschine. Die machen wir mal eben kaputt. Ein paar Drähte durchschneiden, ein bisschen hier klopfen, ein bisschen da klopfen. Und dann haben wir auch die Belagerungsmaschine kaputt gemacht.
Autsch, da wackeln einem die Ohren. Da hinten ist er. Der erste. Einer der Belagerungsherren. Und ich würde sagen, als nächstes. Ah, und der zweite ist in der Hütte. Da würde ich trotzdem sagen, wir pullen uns mal wieder ein bisschen was zusammen, die gute Edmi. Jetzt müssen wir nur noch hier rein, den Chef umbringen. Und dann gibt es wieder den obligatorischen Blitzsturm. Den der Chef natürlich prompt überlebt. Ihr habt es vielleicht gesehen, hier drin blitzert auch eine Nachricht auf dem Fußboden. Als erstes gehen wir mal die Herren der Belagerung ab. Erledigt. Und hier blitzert wieder eine Nachricht. Etwas verkohlt. Belagerungsmaschinenpläne. Und da sind die anderen. Pläne für die Belagerung. Pläne. Ah, da mache ich doch einfach mal mit. Bisschen was zusammenpulen. Und dann gibt es mal einen Kriegszug der Ents dazu, um den Waffenmeister zu unterstützen. Nee, ein Hüter ist das. Das ist ein Hüter, glaube ich. Ja. So einfach fährt sich Fläche. Gut, dann haben wir als nächstes die Maschinenbauer. Die können wir auch abschließen. Und zum Schluss noch die letzte Belagerungsmaschine. Und irgendwas habe ich hier wieder übersehen. Weil sonst hätte ich eine automatische Aufgabe bekommen. Haben wir was im Überlaufbeutel, was wir abgeben oder annehmen können? Nö. Weiter geht's. Habe ich was oben in der Burg vergessen abzugeben? Weil ich bin mir sicher, dass ich hier was... Ah, automatische Aufgaben. Da war was. Der Rat der Zauberer besiegt Ostings Lager... betretet das Lager. Wir müssen drei Zauberer besiegen. Dann haben wir verbrennt das große Zelt in der Mitte. Das kriegen wir auch hin. Und zum Schluss befreit die gestohlenen Pferde in Joskas Order. Ja, ich würde sagen, gesagt, getan. Die Pferde sind direkt hier. Es gibt insgesamt drei Koppeln. Dafür. Und es ist eigentlich immer gut zu kombinieren. Wir müssen jedes Pferd leider einzeln befreien. Das ist so ein bisschen... könnte besser sein. Ah Mist, jetzt habe ich mich bewegt. Das war jetzt nicht geplant. So, wir haben den ersten Pferchen befreit. Dann geht's jetzt tiefer in das Territorium des Lagers rein, denn wir suchen hier immerhin drei Zauberer. Die Zauberer wissen wir ja aus den Braunlanden, die sind in blauen Kutten gehüllt. Es sind die blauen Kuttenträger. Und die rennen hier speziell in, beziehungsweise ihr findet diese in diesen Türmchen. Da sind sie drin. Ostling-Zauberer der Steppe, da hätten wir schon mal den ersten. Dieser kann nichts, außer blau rumstehen, beziehungsweise im Blau gut aussehen. Aber ein paar Schläge auf den Hinterkopf erhöhen hier in diesem Fall nicht nur das Denkvermögen, sondern auch die Anzahl besiegter Mitglieder des Rates.
Also geht's dann mal weiter. Wir müssen die mittlere Jute hier anzünden. Das kriegen wir ohne große Federlesen hin. Dafür müssen wir eine Feuerstelle freimachen. Ich mache mal wieder die Namen an. Eine Fackel, ganz dicht an einem großen Zelt. Das ist keine gute Kombination. Dann werden wir jetzt aber als allererstes mal wieder eine Truhe plündern. Drei Rohirrim-Texte. Da kommt uns noch ein Hauptmann entgegen. Aber wenn er sterben möchte, dann kann er gerne sterben. Wenn wir den beseitigt haben, gibt es jetzt gleich erstmal ein großes Feuerwerk. Beziehungsweise ein großes Feuerchen. Und da haben wir auch gleichzeitig den Screenshot des Tages für gekriegt. Als nächstes verbrennt die kleinen Ostling-Zelten im Südwesten. Südwesten müssten die sein. Da haben wir hier auch gleichzeitig noch die südliche Koppel. Advent, Advent, das Zelt, das brennt. Noch die Tagesaufgabe Ostlingreiter. Ich würde sagen, die nehmen wir doch auch noch gleich mal an. Das könnte eine wiederholbare Aufgabe sein. Nee, ist eine Solo-Aufgabe. Einzeln besiegt insgesamt 3 Reiter hier in der Gegend. Das sollten wir ebenfalls gut hinkriegen. Wir machen wieder die Koppeln frei. Und befreien als nächstes dann die passenden Pferde wieder. Und ihr seht, hinter uns ist wieder die Kampfgruppe Urush hinterhergeritten. Aber ich muss meine Fähigkeit mit dem Kriegsmount noch ein bisschen überarbeiten. Da ist noch Ausbaubedarf. Jetzt müssen wir natürlich hier noch die passenden Reiter ausfindig machen. Und da drüben ist der letzte. Reiter haben übrigens die Eigenschaft, dass sie nicht unbedingt gestunt werden können. So, damit sind auch die Ostlingsreiter besiegt und wir kümmern uns um die letzten Zelte, wo wir schon hier in der Gegend sind. Da ist nämlich Edmi, du sollst nicht immer mit jeder Sau spielen. Und zum Schluss brennen wir diese kleinen Zelte hier drüben nieder, wo auch wieder unser Hüterchen ist, beziehungsweise der Hüter. Und jetzt geht's weiter. Wir haben die Zelte abgebrannt, wir haben die Pferde befreit und es geht jetzt weiter. Wir müssen noch besiegen 2 Zauberer. Und wir müssen noch die nächsten Pferde hier befreien. Aber erstmal kümmern wir uns um den Scharfschützen, der uns jetzt gerade anschießt. Und Edmi spielt mit dem Zauberer. Und wenn wir damit fertig sind, kommen wir hier durch. Ah, schlecht programmiert. Stimmt, wo wir jetzt hier fertig sind, befreien wir auch noch die letzten Pferde.
Das hat aber gedauert, bis ihr mich gefunden habt. In der letzten Koppel habt ihr 4 Pferde stehen, die ihr befreien müsst. Und dann haben wir noch... Na, sagt eben schnell... Ein Zauberer. Und ich weiß, wir haben noch eine Aufgabe, die wir so gesehen noch nicht hier haben. Die hatte ich, da bin ich mit meinem Waffenmeister ein bisschen dran verzweifelt, bis ich die Aufgabe gefunden habe. Nämlich hier hinten gibt es noch einen weiteren Turm. Wenn wir uns diesem Turm nähern, müsste eigentlich eine zweite Aufgabe aufploppen. Ich hole mir wieder die verschnörkelte Truhe. Edmi darf sich mit dem Scharfschützen prügeln. Oh, ein Wappen. Also die Dinger nehme ich wirklich gerne mit. Die sind nämlich ultra selten. Beziehungsweise im Auktionshaus auch ultra teuer. Wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt schon fast alles fertig. Uns fehlt noch ein Zauberer offiziell. Den beenden wir jetzt aber auch. Es geht aber noch weiter. Wie gesagt, ich hatte hier noch eine Aufgabe offen. Es hat etwas gedauert, bis ich die gefunden habe. Bin ich extra nochmal hier zu Hörl zurückgeritten. Hier vorne steht nämlich noch ein weiterer Kommandoturm. Nämlich hier. Auch ein übernommener. Und wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier Ostling Turmwachen. Ah shit, das war jetzt nicht geplant. Wir müssen ja erst eine Turmwache besiegen. Die Turmwachen sind königliche Wachen, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Besiegt Ostling Wachen in Südturm. Das sind sozusagen die Elitewachen hier. Aber wie ihr sehen könnt, auch nicht wirklich die hellsten. Und damit haben wir auch die Wachen hier besiegt. Mal gucken, ob wir noch einen Gegenstand haben, weil ich weiß, dass wir diesen Turm auch anstecken sollen. Wir gucken mal eben, Draht, da, ta, 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 alles erledigt. Ich habe hier aber keine Fackel. Gut, mal gucken, was sich daraus noch ergibt. Wir geben jetzt erstmal Rapport ab. Vielleicht kriegen wir eine neue Aufgabe. Oder ich habe eine Aufgabe übersehen. Das könnte natürlich auch sein. Und ansonsten reite ich jetzt einmal kurz hin und her. Das wird mir jetzt nicht das Bein brechen. Wenn ich eine Aufgabe übersehen habe. Weil ich könnte mir nämlich vorstellen, dass ich eine übersehen habe. Aber wie gesagt, die Befestigungsanlage ist ja schon hier vorne. Dementsprechend sehe ich da jetzt absolut keine Komplikation. Im Überlaufbeutel findet sich jetzt auch nichts, was uns noch eine Quest geben könnte. So, da haben wir ihn. Da haben wir einmal den Rat des Zaubers. Unsere Aufgabe drängt. Dann haben wir hier königliche Wachen. Was habt ihr mit den Rohirrim zu schaffen? Beziehungsweise Wache, aber ich nehme einfach mal die Mehrzahl. Dann Ostlingreiter.
Werdet ihr den Pferdeherren beistehen? Weiter geht's mit reinigendes Feuer. Beistehen? Und Rösser für Mordor. Ja. Und ich habe eine Aufgabe übersehen irgendwo. Weil sonst hätte ich noch eine weitere Aufgabe bekommen. Das heißt, wir müssen nochmal suchen gehen. Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht eine Aufgabenschriftrolle im großen Zelt übersehen habe, bevor ich es abgefackelt habe. Weil ich weiß, dass wir hier auf jeden Fall diesen Außenturm nochmal abbrennen müssen. Hoppla, wo kommen die denn jetzt alle her? Hier gibt es leider keinen. Ich plündere mal die Truhe. Und da ist, ja, passt. Da ist nur wieder ein Zauberer. Wir gucken uns das nochmal an. Und ich hatte recht. Ich bin jetzt nicht ganz ehrlich, ich habe mal eben kurz nachgeguckt. Es gibt eine Notiz, die wir aufsammeln können. Ich tippe mal drauf, dass die Notiz hier in diesem Zelt ist. Und damit könnten wir dann entsprechend den Turm anbrennen. Ja, da ist eine gekritzelte Notiz drin. Hatte ich recht? Na komm, wenn wir Spaß wollen, dann richtigen Spaß. Hatte ich übersehen, ich hatte hier die Schriftrolle eingesammelt und ich wusste, dass hier eine Notiz ist. Turm in Flammen. Nutzt eine Fackel, um den Wachturm Syktor niederzubrennen. Die hatte ich übersehen, gerade eben. Gewusst wie, einmal nachgeguckt auf widerstand.de. Da hat mir noch ein bisschen weitergeholfen. Habe ich ja natürlich auch schon seit Anfang an unten in der Videobeschreibung drin. Wie ihr sehen könnt, ich nutze ihn auch noch regelmäßig, wenn ich irgendwas nicht weiß. Und jetzt reiten wir einmal schnell noch zum Wachturm rüber, brennen diesen nieder und dann sind wir hier in dieser Gegend auch schon durch. Oh nee, aber wenigstens ist das gut programmiert. So, an den königlichen Wachen geht's vorbei, hoch zum Wachturm und dann wird dieser jetzt gleich auch brennen. Ach, das sehe ich ja jetzt erst. Der Nazgul ist ja auch wieder von der Partie. Na, dann wollen wir mal dem grimmigen Südländer zeigen, dass auch seine Türmchen brennen können. Was hat er gesagt? Das kümmerliche Feuer ist ohne Bedeutung. Du kannst Mordor nicht davon abhalten, dieses erbärmliche Land zu vernichten. Rohan wird fallen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, dass wir das nicht verhindern können. Bis jetzt durchkreuzen wir die Pläne Mordors immer relativ häufig und sehr gut. Und vor allen Dingen, Sauron kennt uns ja seit, jetzt lasst mich lügen, Buch 1, Kapitel 15, mit Amathir eigentlich sogar sehr gut.
Und da haben wir jetzt die letzte Aufgabe. Das hat uns jetzt leider nochmal circa 5 Minuten gekostet, aber egal. Unsere Aufgabe drängt. Turm in Flammen können wir abgeben. Wir suchen uns wieder das aus, was am meisten Geld bringt. Und sprech mit Hane Radweg vor dem heranrückenden Streitkräfte aus Mordor. Beziehungsweise wir warnen ihn. Ja, das kriegen wir auch hin. Und nein, ich will nicht gegen Burkasch kämpfen. Den kriege ich auf keinen Fall klein. Und wieder in Flutwände angekommen, wieder hoch zum Tarnen. In die Methalle. Werdet ihr den Pferdeherren bei Rückkehr nach Flutwend. Helft Radweg bei der Verteidigung der Methalle. Das sollten wir hinkriegen. Ist wieder eine kleine Solo-Instanz. Und wir werden es erfolgreich schaffen. Die Ostlinge haben sich neu gesammelt und machen sich bereit, Flutwend anzugreifen. Der Angriff beginnt, während ihr Radweg von eurem Erfolg berichtet. Und nun befindet ihr euch in einem Kampf um die Methalle. Werdet ihr den Pferdeherren beistehen? Hört Radweg an. Radweg darf nicht besiegt werden. Ita darf nicht besiegt werden. Okay, das kriegen wir hin. Tja, da hat der Kleine aber mal ein richtiges Machtwort gesprochen. Gut, die Wachen sind weg und wir werden uns nach vorne begeben und hier mal alles vorbereiten, weil es gibt in eine Methalle nur einen Eingang, nämlich das Haupttor. Und wenn sie hier reinkommen, kriegen sie eine tierige Überraschung. Da sind sie auch schon. Zwei Ostlinge, ein Ork aus Mordor. Die werden sehen, was sie davon haben, in diese Methalle einzudringen. Nämlich einen schnellen Tod. Das war der erste, oder die erste Angriffswelle. Jetzt kommt die zweite. Viel Leben haben die Jungs hier nicht. Aber die Blut und Wunden machen wir doch zu schaffen. Und wir sollten vielleicht Edmi erstmal antanken lassen. Aua, immer auf mich.
Ui, das war knapp. Rettung in letzter Sekunde. Dank meiner Weisheit des Rates. Aber ich habe damit schon fast spekuliert, dass ich relativ viel Schaden kriege. Wir hätten natürlich auch hinten beim Tarnek kämpfen können, aber wieso das Risiko eingehen, wenn man die Gegner auch direkt am Tor bezwingen kann? Die Dorfbewohner haben Flutwände verteidigen können. Der Tane Radweg hat's überlebt. Unsere Aufgabe drängt. Und wir werden... Na gut, der Tane wird gefeiert. Sollen wir persönlich recht sein. Dann wollen wir jetzt erstmal mit Tane Radweg die letzten Worte sprechen. Werdet ihr den Pferdeherren beistehen? Wir suchen wieder das aus, was am meisten Silber in die Kasse bringen wird. Das sind entweder die schwere Rüstung. Und dann gibt es natürlich noch ein bisschen Zierwerk fürs Mount, Silbermünzen, Ross-EP, Legendäre und natürlich Ruf. Und wir können unsere legendären Waffen einmal neu schmieden. Unser Erfolg hängt von unserer Stärke ab. Werdet ihr uns helfen? Und hier haben wir jetzt die entscheidenden Aufgaben. Wir können uns entweder zum Ostwall aufmachen oder nach Ethel... Oh Gott, ich hasse diesen Namen. Eltingelns. Oh mein Gott. Ich persönlich würde ja vorschlagen, wir machen den Ostwall fertig, weil das ist eigentlich auch ein relativ kleines Gebiet, was man schnell abarbeiten kann und dementsprechend ist man da relativ schnell mit durch. Ich sag jetzt einfach mal, denn wir sind auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Alles relativ zeitlich sogar geschafft. Einmal auf die Schulter klopfen tun. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen, einen Kommentar oder ein Abonnement da. Empfehlt mich weiter. Bleibt mir treu. Und seht auch am Sonntag wieder rein, wenn es wieder heißt Herr der Ringe am Ostwall. Bis denn. Tschüss.